mit dem Spiel zufrieden. Kann man, glaube ich, nicht zu 100% sein. Ich denke, wir hatten genügend Chancen, um das Spiel zu gewinnen zu können. Wir haben auch in der Halbzeit uns nochmal zusammengeschworen, dass der unbedingte Wille da war, das Spiel zu gewinnen. Das kann ich absolut bestätigen. Es war von Anfang bis Ende, haben wir alles gegeben. Ich denke, wir sind schwer reingekommen. Am Anfang hat man die Nervosität ein bisschen gemerkt. Das wurde dann aber nach gut 15 Minuten, 20 Minuten haben wir es geschafft, dann unser Spiel so ein Stück weit reinzubekommen. Ansonsten war es, finde ich, ein Kampfspiel. Nötting hat gekämpft, wir haben gekämpft. Und ja, am Ende mit einem Quäntchen Glück gewinnst du das Spiel. Ansonsten, ich denke, mit einem 0-0 ist immer noch besser zu starten als mit einer Niederlage. Aber der Anspruch sollte natürlich sein, alle Spiele zu gewinnen. Ja, du sagst gerade, am Anfang ein bisschen nervös reingekommen. Gab es gleich auch zweite Minute eine bisschen kuriose Szene, wo der, glaube der Tobi Feist damit auf dich zurück und wäre beinahe noch ein Eigentor geworden. Hast du gerade noch gekriegt? Ja, wir haben das Ganze in der Kabine kurz besprochen. War ein leichtes Missverständnis. Ich denke, wenn der Platz war sehr rutschig dann am Anfang. Ich denke, wenn der Platz so ein bisschen so gewesen wäre wie Ende zweite Halbzeit oder Ende erste Halbzeit, dann wäre das weniger gravierend gewesen. Es war spektakulärer, als es aussah. Und alles gut gegangen, deswegen kein Problem. Jetzt am Mittwoch dann WV-Pokalspiel bei unserem Nachbar hier, TV Echterdingen. Hier wohnen viele auf den Filtern. Für uns ein wichtiges Spiel. Ja klar, jedes Spiel, jedes Pflichtspiel ist wichtig. Ich denke, jetzt gilt es erstmal gut zu regenerieren und dann am Mittwoch wieder eine vierte Truppe auf den Platz zu bekommen. Und dann werden wir natürlich wieder alles rein, um das nächste Spiel dann zu gewinnen. Zum Auftakt gegen den FC Nöttingen war, glaube ich, das erwartend schwere und griffige Spiel, wie man es sich eigentlich im Vorfeld auch vorgestellt hat. Was denkst du? Ja, absolut. Eigentlich schon gesagt. Also wir wussten, was auf uns zukommt. Ich kenne Nöttingen ja schon aus den Jahren, als sie in der Regionalliga gespielt haben. Wir wussten schon, dass es eine gegen den Ball eine aggressive Mannschaft ist, auch mit dem Ball was anfangen kann. Ich glaube, nichtsdestotrotz haben wir heute ja, in vielen Phasen eigentlich schon gute Dinge gemacht, hatten dann auch die eine oder andere Möglichkeit, haben leider das Tor nicht gemacht. Ja, auf der Gegenseite muss man sagen, dass die mit dem einen Freistoß da, der an die Latte geht, auch eine Riesenmöglichkeit hatten. Von daher ist vielleicht ein bisschen schwierig zu akzeptieren, aber mit dem 0-0 müssen wir jetzt leider leben. Du sagst es, mit dem 0-0 müssen wir zum Auftakt leben. Was denkst du, warum ist es uns schwierig gefallen, noch mehr Torchancen zu kreieren? Ja, weil einfach auch Nöttingen ist ja keine blinde Mannschaft. Ne? Die können schon auch ganz gut verteidigen. Grundsätzlich glaube ich, dass in der kompletten Liga die Mannschaften sehr, sehr gut verteidigen können, sich auch wahrscheinlich gegen uns auf das weitestgehend konzentrieren werden. Und wir müssen einfach dagegen Lösungen finden, Lösungen entwickeln. Ich finde trotzdem, wir hatten heute 3, 4, 5 gute Möglichkeiten, müssen da eindeutig heute ein Tor draus machen. Und da muss dann halt so ein Gegner dann auch irgendwann mal einen Zahn ziehen oder beziehungsweise einfach mal mit so einem 1-0 dann killen und dass die einfach dann vielleicht ein bisschen mehr machen müssen und dass wir dann mit einem nächsten Tor dann nachlegen können. Von daher glaube ich, von den Chancen her war es okay. Wir haben uns 5 rausgespielt, deswegen viel mehr brauchen wir. Wir müssen einfach die Tore machen, wenn wir eine Chance haben und dann würden wir jetzt hier reden und uns freuen über einen Sieg. Du hast, oder seit dieser Saison führst du uns als Kapitän aufs Spielfeld. Was war das heute für ein Gefühl, in der Oberliga vor über 2.500 Zuschauern als erstes auf den Platz zu kommen? Ja, die Kulisse ist natürlich absolut atemberaubend für eine Oberliga, das ist ganz klar. Das ist ja auch für die Gastmannschaften hier immer ein Highlight, wenn sie herkommen können und dann vor so einer Kulisse spielen. Für mich persönlich war es ja grundsätzlich ein Spiel wie das andere. Nichtsdestotrotz ist natürlich schon, ist man schon stolz, für so einen Verein dann auch die Binde zu tragen und die Mannschaft aufs Feld zu führen. Grundsätzlich ist das jetzt zweitrangig, wer da Kapitän ist oder sonst was. Also ich übernehme Verantwortung, wo ich kann und versuche die Rolle auch dann auszufüllen. Nach der Meisterschaft ist vor dem Pokal. Am Mittwoch geht es zum Nachbarschaftsclub TV Echterdingen. Was sind das von hier aus? 10 Kilometer, glaube ich. Die würden uns sicherlich auch nicht den Gefallen tun und uns viele Räume anbieten. Ja, absolut. Das ist eigentlich das Gleiche wie in der Liga auch. Wir müssen versuchen, gegen eine wahrscheinlich tiefstehende Mannschaft Lösungen zu finden, Chancen zu kreieren. Und dann das Allerwichtigste, die Chancen, die mit Sicherheit kommen werden in dem Spiel, dann auch zu nutzen. Und das Problem hatten wir schon im Pokal, in der ersten Runde im Pokal, dass wir viele Chancen hatten und nur ein Tor gemacht haben.
Jetzt heute, ja, kann man sagen, wieder, dass wir einfach schon aus 5 Chancen mussten schon 2 Tore machen. Und ja, da müssen wir einfach weiterarbeiten und ja, trainieren, um halt dann die Chancen dann auch, wenn es dann drauf ankommt, zu machen. Die Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer in der Spielbank Stuttgart Business Lounge, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz im Anschluss an die Partie unserer Stuttgarter Kickers gegen den FC Nöttingen. Vielen Dank an 2530 zahlende Zuschauer und herzlichen Dank auch für die Geduld an der Tageskasse. Die heutige Partie endete 0:0. Für Sie heute in der Pressekonferenz die beiden Trainer. Heute andersrum, zu meiner Rechten der Trainer vom FC Nöttingen, Michael Wittwer, zu meiner Linken Kicker-Cheftrainer Tobias Flitsch. Wie an dieser Stelle gewohnt, zunächst vom Gästetrainer ein kurzes Statement zum Spiel. Michael, wie hast du die Partie gesehen? Ja, es ist immer schwierig nach einer Vorbereitung, nach einer langen Vorbereitung, wo auch noch Pokalspiele dazwischen sind, wo man eigentlich als Trainer nicht so gern dabei hat, weiß man nicht so richtig, wo man steht. Aber ich glaube, meine Mannschaft hat heute hier gezeigt, dass sie nicht hierher gekommen ist, um den Stuttgarter Kickers kampflos den Platz zu überlassen und zum Sieg zu gratulieren. Die Jungs haben sich gewehrt, das, was ich von ihnen verlangt habe, sich so präsentiert, dass man auch sieht, nicht nur im Vorfeld irgendwelche markige Sprüche, sondern auch, dass wir in der Oberliga auch einen guten Fußball spielen, dass wir zeigen wollen, dass wir eine Mannschaft sind, die auch in dieser Liga vorne mitspielen will. Und ich glaube, das haben die Jungs vor allem in der ersten Halbzeit gezeigt, wo ich fand, da waren wir eher die Mannschaft, die das Spiel so gestaltet hat, auch ein bisschen, sage ich mal, eine oder andere Aktion, viele zweite Bälle Richtung Tor, 3, 4, 5, 6 Standardsituationen hatten, Eckbälle, Freistöße, ohne jetzt, sage ich mal, die 1000% die Torchance zu haben. In der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen umgekehrt, sagen wir es mal so, da man immer so den Zugriff gehabt, zweite Bälle oft verloren, wenn man Ball von den Stuttgartern in ihrer eigenen Hälfte erkämpfen konnten, haben wir dann relativ schnell wieder verloren und sind nicht hinter die Viererkette mehr gekommen. Die letzten 10 Minuten hatten wir dann wieder 3, 4 Aktionen, wenn ich da als Ernesto sich da durchsetzt. Aber wie gesagt, auch in der zweiten Halbzeit waren jetzt nicht die 1000%igen Torchancen. Der Freistoß von Ricardo an die Latte war, sage ich mal, mit die beste Chance. Aber ich glaube, wir haben im gesamten Spiel auch nicht so viele Torchancen von den Kickers zugelassen. Und das ist erstmal der Grundsatz, der da, wenn man irgendwo vorne mitspielen will, dass man mal defensiv sehr gut steht, die Null hält. Und das haben meine Jungs heute, muss ich sagen, gegen natürlich einen sehr, sehr starken Gegner, der ganz andere Voraussetzungen hat, wie wir, wirklich über 90 oder 93 Minuten sehr gut umgesetzt. Und deshalb bin ich, wenn wir natürlich auch gesagt haben, wir fahren hierher, um zu gewinnen, aber sage ich genau, dass ich hier mit diesem Unentschieden sehr, sehr gut leben kann, weil es eine sehr gute Leistung von meiner Mannschaft war. Ich fand es war ein tolles Oberligaspiel, insgesamt vom Tempo her, von der Zweikampfherde. Da war alles drin, was den Fußball Spaß macht. Da vielleicht ein Elfmeter, da vielleicht ein Freistoß. Egal, es war alles drin, wenn natürlich jetzt auch die Tore gefehlt haben. Aber ich als Trainer kann damit leben, wenn es dann 0:0 ausgeht. Danke. Ja, vielen Dank für deine Ausführungen zum Spiel. Tobias, wie hast du die Partie gesehen? Hallo zusammen. Erstmal Wahnsinn natürlich, dass 2500 Zuschauer hier waren. Wir hätten natürlich den Zuschauern gerne ein Tor gegeben. Dafür hat die Mannschaft viel investiert und da bin ich auch zufrieden damit. Wir wollten auf jeden Fall nicht FC Nöttingen unterschätzen, was, glaube ich, immer so die Gefahr ist, wenn man so eine Saison startet als Favorit. Das ist uns sehr gut gelungen. Man muss sagen, dass FC Nöttingen, das war auch vorher klar, eine spielstarke Mannschaft hat, hat in den 3 Pokalspielen und den letzten 3 Vorbereitungen auf dieses Spiel einfach knapp in die 10 Tore geschossen, 2-mal Verbandsliga, 1-mal Oberliga, also dass die Mannschaft einfach Qualität hat. Das hat man dann phasenweise gesehen, wenn wir einfach ein bisschen Platz gelassen haben. Und das muss ich sagen, auf 90 Minuten bei diesen Temperaturen war das sehr, sehr gut. Und das, denke ich, ist auch das erste Thema, was wir hier reinbringen wollen in das Stadion wieder, dass man einfach mit viel Leidenschaft, Laufarbeit und Aggressivität erstmal den Gegner beschäftigen und die Fans zufriedenstellen wollen. Dann gehört natürlich das Tor dazu, um ein Spiel zu gewinnen. Das ist uns heute nicht gelungen. Ich denke, es waren gute Möglichkeiten da, es zu erreichen. Da möchte ich nicht jammern und sagen, hätte wenn und aber. Ich verlange einfach von der Mannschaft, dass wir uns dann eben noch mehr Torchancen rausspielen, noch mehr Druck machen
um das dann irgendwo vielleicht auch ein Stück weit zu erzwingen. Das haben wir heute leider nicht hingekriegt, aber wir haben zu Null gespielt, wir haben den ersten Punkt geholt und da bin ich guter Dinge, dass wir, wenn wir eingespielter sind bei den Neuzugängen, einfach dann auch die ein oder andere Torschuss mehr rausspielen können, um auch dann so ein Spiel zu gewinnen. Dankeschön. Ja, auch dir, Tobias, vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Herr Flitsch, Sie werden sich sicher auch freuen, dass hinten die Null steht, aber müssen Sie nicht einen anderen Mannschaftsteil, Sie haben es ja angesprochen, was aus dem Mittelfeld kommt, im Angriff, werden Sie vielleicht doch nicht ganz so zufrieden sein, müssen Sie da noch mehr tun, muss sich die Mannschaft da noch weiter finden? Ja, hundertprozentig. Also wenn wir jetzt heute mit 2-3-0 gewonnen hätten, dann könnte ich sagen, das war gut. Das war ja nicht gut, wir haben ja kein Tor geschossen. Von daher muss man das ja verbessern. Aber ich muss einfach sagen, es ging einfach darum, mal vor allem zu arbeiten. Ich habe von beiden Offensivspielern, auch von dem offensiveren Sechser und den Außenbahnen, habe ich unheimlich viel Laufarbeit, habe ich ein gutes Umschaltspiel beim Ballverlust sofort nach hinten gesehen bei den Temperaturen. Ich denke an die 85 Minuten, wo der Michael Klaus in Sprint, Vollsprint fast aus der gegnerischen Hälfte, also vom 16er, vom gegnerischen 16er bis zu unserer eigenen Hälfte macht. Und das möchte ich sehen. Natürlich kann er das ein oder andere Tor machen, da braucht man nicht drüber sprechen, aber der Mann arbeitet sehr akribisch und ich bin davon überzeugt, dass er uns ganz wichtige Tore die Saison schießen wird. Herr Flitsch, können Sie aktuell was zu der Verletzung von Tunic sagen und wie ist die Situation mit Badiani? Also Badiani ist krank, Magen-Darm, die hat die ganze Woche nicht trainiert. Und bei mir hat der Arzt vermutet, eventuell Handgelenk gebrochen. Das wäre natürlich sehr bitter für uns. Und beim Schaller ist letztendlich eine Oberschenkelrückseitenverletzung. Das hat dann eben gleich am Anfang vom Spiel in Oberschenkelrückseite fährt es ihm rein. Und das ist natürlich dann auch ein Minimum, sage ich mal, 14 Tage. Wir müssen da so oder so sehr vorsichtig sein, weil wir eben mit 20 Feldspielern dann ja nicht so einen großen Kader haben. Aber gut, das gehört zum Fußball dazu. Dafür haben wir ja dann andere Spieler, wo dann eben spielen müssen. Dürfen. Es scheinen keine weiteren Fragen zu geben. Insofern noch ein kurzer Ausblick. Wir haben das nächste Heimspiel am Samstag, den 25. August um 15 Uhr hier zu Hause gegen den 1. Göppinger SV. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Kommen. Euch eine gute Heimreise natürlich und bis dahin auf die Blaue.